Jetzt passiert was ganz Tolles. Ich zeige Ihnen das Internet. Dann kriegen Sie auch Ihre Symbolbilder. Aha. Also das hier wird... Entschuldigung. Das ist... Ja, also die... Bitte jetzt hier keine tumultartigen Szenen. Es gibt auch später noch die Gelegenheit, Nahaufnahmen. Es gibt auch später noch Möglichkeiten, vom Internet Nahaufnahmen zu machen. Es handelt sich bei dieser Seite, die, wo Sie sich fragen, meine Güte, die Piraten bei all ihrer Internetkompetenz sind in der Lage, eine weiße Internetseite zu machen. Ja, das hier ist das Blog, unter dem wir und erreichbar sein werden, www.piratenfraktion-berlin.de. Und es geht darum, und das haben Sie ja im Wahlkampf gemerkt, dass wir mit unseren Bildungslücken relativ offen umgehen. Es geht darum, diesen Lernprozess, den wir jetzt erleben werden, zu dokumentieren. Und zwar möglichst öffentlich. Der Vorschlag, der da kam, dokumentiert doch mal bitte das, was ihr da macht, den setzen wir in die Tat um. Ich glaube, wir haben hier gerade die einmalige Möglichkeit, dass wirklich ja politische Newcomer, wie wir es jetzt sind, ihre Lernprozesse öffentlich dokumentieren können und dadurch auch die Politik, die in Berlin im Abgeordnetenhaus passiert, aber auch in den Bezirken transparenter und verständlicher zu machen, näher zu bringen. Und es kann auch gerne so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig sein. Also was ist eine kleine Anfrage? Warum passiert das überhaupt? Und dass wir auch in der Lage sind, zu erklären, okay, was machen wir gerade und warum funktioniert es vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten, oder warum funktioniert es so, wie wir hätten.